Christian Lindner drohen Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts. Wie der Tagesspiegel berichtet, prüft die Berliner Generalstaatsanwaltschaft die Aufhebung der Immunität des FDP-Chefs. Hintergrund ist ein Hypothekenkredit der BB Bank aus Baden-Württemberg für das Wohnhaus Lindners im Berliner Stadtteil Nikolassee. Die Grundschuld beläuft sich auf rund 2,8 Millionen Euro. Das sind deutlich mehr, als die Villa wert sein soll. Da Lindner zur 100-Jahr-Feier der Bank als Bundesfinanzminister außerdem ein Grußwort sprach und dann zusätzlich noch einen Kredit von 450.000 Euro erhalten haben soll, prüfen die Ermittler, ob er sich durch eine Vorteilsnahme strafbar gemacht hat. Lindner selbst bestreitet über seinen Anwalt einen Zusammenhang. Herr Frey, wir müssen natürlich auch Ihnen die Frage als parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion stellen. Also die Politik hat keinen so guten Jahresstart, muss man sagen. In der Hauptstadt besonders nicht, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Jetzt der Bundesfinanzminister. Mhm. Der kriegt einen Kredit, 2,8 Millionen. Viel zu viel. Kann er vielleicht zu sämtlichen normalen Konditionen bekommen haben. Aber jetzt soll er noch einen Kredit bekommen haben. Was wirft das für ein Bild auf die Politik, auf Christian Lindner? Also leidet da wieder das Ansehen für Sie als Politiker? Also ich glaube, man muss da vorsichtig sein. Man muss sich vor allen Dingen mit dem Sachverhalt beschäftigen. Das, was wir derzeit wissen, das ist, dass sich die Staatsanwaltschaft mit dem Fall beschäftigt. Ich kann das, um ehrlich zu sein, von meiner Seite überhaupt nicht beurteilen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man die Dinge so aufklären wird, wie das notwendig ist. Da muss auch nichts dran sein. Das halte ich durchaus auch für denkbar. Und deswegen glaube ich, das ist jetzt nichts, was die Politik beschädigen würde, sondern das ist etwas, ein Sachverhalt, der einfach aufgeklärt werden muss. Aber Sie haben in den eigenen Reihen ja auch einen Fall gehabt mit Jens Spahn, muss man auch sagen. Der hat einen 4-Millionen-Kredit für eine Villa in Dahlem bekommen. Also da stellt man sich die Frage, warum kriegen Politiker so hohe Kredite? Ja, das kann man, muss man im Einzelfall sich anschauen. Also man kann ja nicht jeden Politiker über den gleichen Kamm scheren. Und deswegen muss man das im Einzelfall betrachten. Ich kenne die privaten Verhältnisse des Bundesfinanzministers nicht. Und sie gehen mich ehrlicherweise ja auch gar nichts an. Deswegen, wenn es etwas gibt, dann wird das aufgeklärt werden. Und bedarf, soweit ich das jetzt einschätze, aktuell keiner politischen Kommentierung. Thorsten Frey, herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Morgen bei uns im Studio. Herr Frey, danke für das Gespräch. Sehr gerne. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.